Das ist ein... Nee, warte, falsche Stimme. Das ist ein großer Sieg für die Bewohner von Garada. Gut gemacht, Gorak. Vorwärts zum Juhu. Sieg. Und schon wieder 11.000... Geht voran hier, ne? Es geht voran. Ich bin fast Level 66. Mit 67 kann ich, glaube ich, nach Nefersturm. Ich glaube, das werde ich sogar noch... Wie viele Quests gibt es hier? Werde ich das noch erreichen? Scherbenwelt, Nahkampf. 85! Okay, das wird vielleicht sogar noch klappen. Das wird vielleicht sogar noch klappen. Also 85 Quests ist ja viel. Sehr viel. Und Nagant ist so schön. Ich glaube, hier mache ich auch einfach alle. Einfach nur, weil ich es kann und weil es hier so schön ist. Keine besonderen Gründe sonst. Einfach nur, weil es schön ist hier. Weil es so schön ist. Lalalalalala. So, 93 Gold schon wieder? Was? Wie schnell ich Gold hier finde. Krass. Ich habe ja noch nicht mal wirklich was verkauft. Müsste ich auch mal wieder tun. Aber schon krass. Finde ich nicht schlecht. Ist bloß auch wieder schnell weg, weil ich ja was für Schmiedekunst kaufen muss. Ne, ein paar Barren. 20 Stück kosten ja irgendwie 40 Gold oder so. Oder noch mehr, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube sogar noch mehr, was? Weiß ich gerade gar nicht, was die kosten. Naja, oder 20 Erz waren es, glaube ich, die 40 Gold gekostet haben. Also alles vollkommen überteuert, aber egal. So, vielleicht komme ich dann ja mal mit Schmiedekunst auf 300. Dann kann ich damit Teufelseisen weitermachen. Und bin da zumindest ein bisschen auf dem aktuellen Stand. Und habe auch mal die ganzen alten Vorkommen da, werde ich da mal los. Also die, nicht die Vorkommen, die ganzen Erze und Barren, die da noch rumliegen. In der Bank und alles vollstopfen. Oder im Inventar oder sonst irgendwo. Das ist halt ein bisschen doof, weil, naja, die stopfen halt alles voll. Verstehst du schon? Ich muss näher ran. Worauf ich hinaus will. Na komm schon, jetzt. So, Windrock, stirb. Ich muss dich jagen. Ich töte dich. So, jetzt hier Avatar-mäßig noch so ein Ritual durchführen, ne? Weil das... Die Quest habe ich ja von den Tauren bekommen. Komisch, wieso gibt es hier so viele Parallelen zu Avatar? Die Tauren wollen ja auch die Toten ehren irgendwie und keine Ahnung. Das ist so weit. Gar keine Ahnung, wie die das jetzt aussprechen bei den Navi. Naveya. So. Irgendwie so. Ich kann kein Navi. Da haben die ja eine extra Sprache erfunden, wie damals Klingonisch. Gibt es auch für die Navi eine eigene Sprache? Also wirklich eine... Oh, heulender Wind. Geil, ich habe heulenden Wind gefunden. Die formlose Elementar-Luftgestalt spricht in einer Sprache zu euch, die ihr nicht versteht. Ihr glaubt, dass es die Sprache der Elemente ist. Kalimak. Vielleicht kann euch jemand beim Thron der Elemente mit dieser ungewöhnlichen Entdeckung weiterhelfen. Ach, wirklich? Dann gehe ich da mal hin. Oder fliege. In dem Fall wohl eher. So, 25 Plätze habe ich frei. Das ist jetzt nicht so viel, aber es geht. Gibt Schlimmeres? So, Thron der Elemente. Dort oben ist der. Dort muss ich hin. Ich gebe mal die Quest einfach ab. Oder lohnt sich das überhaupt? Keine Ahnung. Mache ich wahrscheinlich einen Umweg jetzt. Boah, ist das schön hier. Ich muss ja sagen, es ist sehr schön. Hier die fliegenden Berge von Nagrand. Nicht von Pandora. Da fliegt ein Baum in der Luft übrigens. Da hinten. Auch sehr schön. Da, direkt über dem Flugmount. Also über dem Reittier da. Jetzt ist der Baum weg. Egal. So, ja. Mit irgendwem hier soll ich sprechen. Wo denn? Ach, hier. Ach, der Typ. Akal Hector. Gebt es her, schnell. Es ist ein Notruf-Org. Eine Macht versucht, die Elemente zu untergraben. Bösewichte der Finsterblut. Der Finsterblutstamm fängt die Luftgeister ein und quält sie. Die Finsterblut gehören zu meinem Volk. Sie sind ein Stamm von Zerschlagenen, die dem bösen Musel-Eck, dem Sumpflord des Echsenkessels, dient. Okay. Aber die sind schon hier, ne? Hoffe ich. Der Luftgeist sagt, dass die Verderber der Finsterblut andere Luftgeister fangen und sie benutzen, um Chaos in den Reihen der Elemente zu säen. Wie es aussieht, haben die Finsterblut vor kurzem ein Orkdorf im Südwesten namens Sonnenwind geplündert und benutzen nun mächtige Elementarmagie, um den See aufzuwühlen. Sucht die Verderber und vernichtet sie. Ich verhaspel mich immer beim Sprechen, das ist blöd. Was ist denn los mit mir? Echt mal. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren.
Ist ja schlimm, echt. Schlimm, schlimm, schlimm. So, hier sind nur Kröten und Kröten. Toll. Was will ich denn mit Kröten? Dafür habe ich einen Grollhuf gefunden. Der war nicht schlecht. Der hat mir gefallen. Den finde ich süß. Oh, so ein kleiner Grollhuf. Oh, wie niedlich. Wie viel habe ich eigentlich an Haustieren? Sammeln. 250 kann man sammeln. Ich habe erst 100. Okay, fangt 100 Haustiere an Haustierkämpfen. Habe ich auch bald. 10 seltene Kampfhaustiere. Fangt ein Kampfhaustier jeder Familie. Elementar fehlt mir noch. Drachkin, magisch und humanoid? Was es alles gibt. Zehnmal der östlichen Königreich. Okay, ja, ja. Ein Hügel voller Elek. Wo ist die Quest eigentlich? Es gab eine Quest, die heißt ein Hügel voller Elek. Ich weiß es. Ach, ich glaube, man muss die Elek töten. Nee, die Quest heißt nicht ein Hügel voller Elek. Ein Hügel voller Elek heißt, glaube ich, der Erfolg. Ah ja, natürlich. Aber ich glaube, man muss Elek töten und dann bekommt man eine Quest, wo man Elek töten muss. Ich muss näher ran. Ich weiß, klingt komisch, ist aber so. Klingonisch ist aber so. Nein, was? So, Elek, stirb, du elender Elek. Übrigens, die Reittiere von den Draenei. Ne? Wollte ich nur mal anmerken. Man bekommt zum Beispiel ein paar Elfenbeinstoßzähne, die makellos sind und die man irgendwo abgeben kann. Glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wo waren diese Quests? Echt gerade nicht mehr. Gibt es die überhaupt auf Hordenseite? Ich weiß nur, als Allianz-Typ konntest du eine Quest annehmen, wo du Elek töten solltest für diese Stoßzähne. Ob es die auf Hordenseite gibt, ich habe keine Ahnung. Woher soll ich das denn wissen? Echt mal, frag doch mal was Leichteres. Finde ich nicht gut, dass ihr immer so schwere Fragen stellt. Ja? Genau du! Ja? Nein, weiß ich nicht. Hast ja gar nicht gefragt, aber trotzdem. Ich wette, ihr habt euch das auch gefragt oder ihr wisst es. Wenn ja, dann schreibt es mal in die Kommentare, dann bin ich eh schon Level 90, wenn die Folge rauskommt. Aber egal. Nein, Level 90 nicht, aber zumindest weiter sollte ich sein. Deutlich weiter, also... Wie viel? Keine Ahnung. Wie viel schaffe ich denn? Hm. Ja, ich weiß nicht, wie lang dauert das mit dem Leveln. Auf jeden Fall viel zu lange eigentlich. Viel zu lange dauert es. Viel zu lange. Ich muss näher ran. So, Talbuk-Hirsch muss ich auch töten. Ich weiß gar nicht, also... Kannst du denn rechnen? Also über 70 Stunden habe ich schon aufgenommen, WoW. Habe ich mal nachgerechnet. 70 Stunden, sage ich euch. Das ist doch überhaupt nicht übertrieben oder so. Nein. Nein, das ist überhaupt nicht übertrieben. Warum sollte das übertrieben sein? Also wirklich. Das ist doch vollkommen normal. Oh. Brauche ich nicht. Aber immerhin was Blaues gefunden. Auch sehr schön. Ne? Ja, was ist hier eigentlich? Ach, hier ist das Flugzeug von dem Hemet Nesingvery, glaube ich, abgestürzt. Kann das sein? Hier ist sogar eine Händlerin, bei der ich verkaufen kann. Und zwar hier, glänzendes Schweifer. Und das hier kann eigentlich auch weg. Wobei, das könnte ich auch im Auktionshaus verkaufen. Beweglichkeit, Ausdauer. Ja, verkaufe ich im Auktionshaus. Vielleicht sinnvoller. Das kann weg, weg, weg. Verkaufe ich im Auktionshaus? Neferstoffverband brauche ich gar nicht. Was soll ich denn damit? Das kann weg, weg, weg. Den Rest behalte ich mal. Ne? Ja, okay. Den Rest behalte ich mal. 102 Gold schon. Ach Mensch. Oh, was haben wir? Teufelseisen muss ich auch mal holen. Brauche ich. Nein, ich bin zu langsam gewesen, Mann. Oh, das war blöd. Verdammt, was war denn noch? Verdammt, war ich zu langsam. Hat jetzt jemand vor mir... Naja, vor meiner Nase nicht, aber war jemand schneller als... Mann, oh, das ist doch blöd. Ey, die cheaten voll. Nein, natürlich nicht. Aber... Naja, egal. Ich werde schon noch genug Teufelseisen finden. Wahrscheinlich werde ich wieder im Auktionshaus einkaufen müssen, aber naja, gibt Schlimmeres, ne? So, Grollhut. Ich brauche ja nur 4000 Gold für das schnelle Fliegen. Die werde ich auf jeden Fall sehr schnell zusammenbekommen. Muss ich mir einen Kredit bei der Bank of Azeroth holen, ne? Bei der Azerother Zentralbank oder Sparkasse Orgrimmar oder so. Weiß ich nicht.
Ja. Oder Volksbanken, Greifeisenbanken. Keine Ahnung. Wir machen den Weg frei. Ach, schön. Ja. Das ist zu weit entfernt. Ja, jetzt hier Ansturm und töten. Stirb, Talbuk Hirsch. Ich brauche... Ja, nichts. Ich muss dich nur töten. Dass ich nicht mal Fleisch von denen sammeln muss. Hm, naja. Kann ich noch nicht tun. Ja, jetzt lass mich doch mal Ansturm machen. Lohnt sich bestimmt voll. Na, komm schon. Na, komm. Ja, jetzt. Da ist er tot. So. Noch ein Teil, Buckhirsch. Ich muss näher ran. Okay. Stirb, du Elender. Kann ich noch nicht tun. Wie langsam sich das hier wieder auflädt, ne? Dieser Ansturm. Wieso eigentlich? Huch, ungültiges Ziel. Ja, ja. Kannst du dat das oder so weit entfernt. Außer Reichweite? Okay, jetzt geht's. So. Ach, Mann. Ich hab langsam echt Hunger. Muss was essen. Muss mal wieder was zum Mittag machen hier. Nudeln. Habe ich lang nicht mehr gemacht. Ich bin immer zu faul. Ich weiß auch nicht. Abzuwaschen ein bisschen und so eine Sachen halt. Das ist immer so. Ja. Ihr kennt das vielleicht, dass man nicht... Ach, Windrock muss ich ja gar nicht mehr töten. Ich bin so blöd. Egal, dass man nicht gerne abwäscht, kennt ihr vielleicht. Ne? Ich meine, wer kann es mir schon übel nehmen? Ne? Wer macht das denn nicht... wer macht das überhaupt gerne? Wer wäscht gerne ab? Jetzt mal Hand aufs Herz. Oder auf andere Körperteile, ich weiß ja nicht. Moment, das hört sich falsch an. Vielleicht. Ne? Auf jeden Fall, wer macht das gerne? Ich glaube, es macht irgendwie niemand wirklich gerne. Also abwaschen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemand gerne machen soll. Angeblich. Also wenn mir jetzt jemand erzählt, oh, ich wasche jetzt aber total gerne ab. Also das glaube ich nicht, tut mir leid. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemand wirklich... Naja. Wahrscheinlich gibt es wirklich solche Leute. Ich bin es gibt Leute, die machen seltsame Dinge. Ja. Es gibt Leute, die machen Dinge, die ich hier nicht mal aussprechen möchte, weil die so ekelhaft sind. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das was... Also es ist an sich eine wissenschaftliche Arbeit, aber die hat so ein Thema, da weiß ich nicht, ob das hier unbedingt... Naja. Wenn ihr ein bisschen googelt nach gewissen Themen, werdet ihr vielleicht auch auf diese Doktorarbeit von diesem Michael Alshibaya Taimuras oder wie er heißt, stoßen. Stoßen. Wirklich. Naja, auf jeden Fall ist das sehr toll. Hust. So, das ist einer, ne? Okay, habe ich auch abgebaut. Ed Boss voll ab, ey. Ja, dein Let's Play war mal früher viel besser, ey. Du hast voll abgebaut. Nein, was? Keine Ahnung. Ich glaube, es ist tatsächlich, ich habe früher, glaube ich, weniger geredet. Ich wusste immer nicht, was ich erzählen sollte. Kann das sein? Jetzt erzähle ich irgendwie nur Müll, aber warum nicht? Ne? Warum nicht? Weil, naja, warum wohl nicht? Ja. Alter, das dauert zu lange, das dauert zu lange. Na komm schon, stirb doch mal. Na, ich... Es ist ja nicht, wenn's wenigstens schwer wäre, aber es ist nix, es ist... Es dauert einfach nur lange. Mehr ist es nicht, du musst nichts tun, du musst einfach nur die ganze Zeit hier diese Dinger da drücken, diese Tasten. Es ist vollkommen egal, was du drückst, du kannst nicht sterben, selbst wenn du gar nichts drückst. Hier, ich beweise das. Es dauert länger, aber es passiert sonst nichts. Hier. Habe ich Ansturm gemacht? So. Wenn ich nichts drücke, siehst du, selbst dann, wenn ich mich ganz doof anstelle und nichts und keine Fähigkeiten benutze, weil ich das nicht kenne oder so, weil ich ein alter... Stell dir mal vor, du wärst jetzt so ein alter Spieler und kennst sowas nicht und weißt nur, okay, da kann ich jetzt draufhauen, da drücke ich jetzt den Hau da drauf, ist alles richtig so. Und die Fähigkeiten da unten ignorierst du komplett, dann siehst du, was passiert. Wow. Echt. Toll. Okay, ich nutze die mal wieder. Siehst du, man kann die einfach so umbringen. Es dauert nur extrem lange. Also, so lange jetzt auch nicht vergleichsweise. Vielleicht dreimal so lang. Keine Ahnung. Aber es geht auch. So. Na toll. Wie gesagt, es dauert lange. Deswegen mache ich das nicht mehr.
Ich wollte es nur mal zeigen. Es ist total einfach. Es ist einfach viel zu einfach. Das ist doch lächerlich. Echt. Ich bin es tut mir leid, Blizzard, aber das muss ich mal so sagen. Das könnte man deutlich, aber wirklich deutlich schwerer machen. So. Okay. Staubwirbel muss ich nicht töten, aber der war gerade da im Weg. Also der kam gerade mit dahin und dann habe ich den halt, ja. So. Da ist er auch tot. Yeah. Und es gibt natürlich... Kann man eigentlich mit dem Staubwirbel auch was machen? Ich weiß das gar nicht. Wo ist er denn hin? Da. Nee, da kann ich nichts mitmachen, glaube ich. Oder vielleicht kann man als Ingenieur irgendwas extrahieren. Ich weiß es nicht genau. So, Grollhuf. Ich hege keinen Groll gegen dich, aber ich töte dich trotzdem. Der hegt wahrscheinlich einen Groll gegen mich. Sie sahen mich rollen. Sie hegen Groll. Was? Keine Ahnung. Hier mit altertümlichen Liedtexte mit altertümlicher Sprache. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das fand ich auch lustig. They see me rolling, they hating. Halt übersetzt auf altertümliche Sprache mit sie sahen mich rollen, sie hegen Groll oder so ähnlich. Keine Ahnung. Jeder Tag ist ein Geschenk. Mach das Beste daraus. Denn schon morgen werden wir uns schneller fortbewegen als heute. Wir werden unsere Arme weiter ausbreiten und uns anstrengen, um das zu erzielen, von dem wir heute Nacht noch träumen. Auch wenn wir es vielleicht nie erreichen können. Ja, du Philosoph. Beherrschen der Windrockjagd. Ihr müsst immer im Training bleiben, wenn ihr eines Tages die mächtigste Beute überhaupt erlegen möchtet. Jetzt seid ihr noch nicht dafür bereit, aber ich werde euch auf den richtigen Weg bringen. Es gibt noch eine tödlichere... Ich kann nicht mehr sprechen. Eine tödlichere Art von Windrocks. Messt euch an den gefräßigen Windrocks. Ihr findet sie im Herzen von Nagrand, im Süden und im Südwesten. Juhu. Geil, Alter. Beste Quest ever. Harold Fährten. Das ist schon eine tolle Geschichte, wie ihr all die Hirsche erlegt habt, Krieger. Aber das könnt ihr sicher noch besser. Ich habe da etwas anderes für euch im Auge. Beherrschen der Talbukjagd. Diese verdammte Schramme macht mir echt zu schaffen. Also habt ihr Lust, nochmals für mich einzuspringen? Dieses Mal werdet ihr ein paar Dornzehrer erlegen. Sie sind härter und gerissener als die Hirsche. Also seid auf der Hut. Sucht sie unter den Bäumen in den mittleren Gebieten Nagrans im Süden und Westen. Auf geht los und zeigt Hemet, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Mir wird es schon gut gehen. Annehmen. Seid vorsichtig. Juhu. Alter, wie geil. So gute Quest einfach ist voll beste, was ich hier gesehen habe. So. Ja, jetzt muss ich noch Grollhufe töten. Das ist toll. Ist der gerade aus der Luft irgendwie erschienen und dann... Ich weiß es nicht. Kann ich mir ja im Video nochmal angucken. Sah irgendwie komisch aus, aber ich kann mich auch geirrt haben. Oder verguckt. Keine Ahnung. Die kann man übrigens häuten. Hier als Lederer, ne? Geht alles. Bekommt man, glaube ich, Grollhufleder raus. Gibt es da, glaube ich, extra Grollhufleder? Oder bekommt man da normales Knotenhautleder? Ich glaube, normales Knotenhautleder. Sicher bin ich mir aber gerade nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob das überhaupt... Nee, Knotenhautleder war, glaube ich, hier Scherbenwelt. Ich habe keinen Lederer auf der Stufe, muss ich zugeben. Aber... Doch, habe ich? Habe ich? Keine Ahnung. Doch, habe ich, glaube ich, oder? Boah, pff. Ich habe echt ewig nicht mehr mit meinem Jäger gespielt. Ich glaube, der hat tatsächlich Lederverarbeitung und Kirschnerei. Wenn ich mich nicht irre. Und irgendwer hat auch Ingenieurskunst. Wer hat denn Ingenieurskunst von meinen Charakteren? Ich weiß es nicht. Boah, ist das ewig her, dass ich die gespielt habe. Irgendwie ist das auf Stufe 90 nicht so spannend. Das Leveln finde ich tatsächlich spannender. Man glaubt es nicht, aber ich finde das wirklich spannender. Deswegen verstehe ich es auch nicht, wieso Leute sich jetzt für 50 Euro einen Charakter auf Stufe 90 kaufen. Kannst du ja jetzt machen, offiziell, bei Blizzard. Wirklich, kein Scherz. Hier muss ich übrigens Hütten verbrennen, ne? Amorts Gaudi in der Hütte, ne? Die ich verbrennen muss. Benötigt Schilftanz Hütte, der ist doch hier. Ja, ich bin noch drin. Ist doch nicht... Na jetzt... Na hier, geht doch. Beseeltes Feuer. So, ich entzünde es mal und gehe mal lieber raus. Ach! Mann, die Hütte brennt. Ja?
Wenn ich komme, brennt die Hütte. Da steppt der Bär. Was? Keine Ahnung. Was laber ich da? Ich weiß es nicht. Da ist schon wieder eine Kröte. Immer nur Kröten hier. Ich will auch keine Kröten. Ich will andere Dinger hier. Die anderen hier. Weißt du schon? Huch, es brennt. Es brennt. Ja, ich bin noch in der Schilftanzhütte. Benötigt Schilftanzhütte. Willst du mich verarschen? Ich stehe mittendrin, gehe einen Zentimeter weiter. Plötzlich geht's wieder. Ich verstehe es nicht. Das ist seltsam. Sehr seltsam. So. Ja, hier ist noch eine Hütte. Der Hütte. Da brennt die Hütte, sag ich dir. So, das ist die südliche, ne? Glaube ich. Ja, das ist die südliche. Gut, dann fehlt noch die östliche. Die befindet sich im... Na, wo wohl? Natürlich im Osten. Natürlich südlicher als die südliche Hütte. Aber im Osten. Immerhin. Ja, ich komme da gar nicht rein. Jetzt. Ich gehe einfach ins Feuer rein, das macht schon nichts. Ja, es brennt nur ein bisschen, das ist kein Problem. Ich bekomme nicht mal Schaden. Ist doch lächerlich. Huch, wer spricht denn da? Besätes Feuer sagt auf Kalimag Drahtier, Drahtier, Drahtier. Was auch immer das bedeuten mag. Wieso kann ich eigentlich mitten ins Feuer reingehen? Ist doch bekloppt. Ist doch irgendwie, ich weiß ja nicht. So, hier, die soll ich töten, die Erdgeister. Und da bin ich sehr erdgeistert. Den Witz hatte ich schon mal. Entgeistert? Ach, keine Ahnung. Naja. Stirb einfach. Stirb, gequälter Erdgeist. Na also. So, und Grollhuf. Wie viel habe ich davon schon? 7 von 12. Na, es geht doch voran. Fehlen ja nur noch ein paar. Und ich habe 74% vom Level. Ich schaffe heute nicht mal... Ich habe heute 3 Stunden gespielt fast und schaffe nicht mal ein Level wahrscheinlich. Na toll, das ist ja lächerlich wenig. Für 3 Stunden ist das wirklich wenig. Na gut, dafür bin ich halt viel herumgereist, habe ein bisschen Schmiedekunst gemacht. Also an sich geht das. Ja, ne? Also gibt Schlimmeres. Ja, muss ich auch sagen. So. Ne, 75%, ja, keine Ahnung. Schaffe ich nicht mehr heute. Schade. Vielleicht spiele ich noch eine Stunde, aber ich muss erstmal was essen. Kann ich ja immer noch später machen, wenn ich will. Und morgen... Ach, morgen ist auch noch ein Tag, genau. So. Da ist er tot. Ein Grollhuf, 10 von 12. Sind hier noch mehr Grollhufe? Irgendwie nicht. Und wieso habe ich nur 27 FPS? Ach komm ey, das ist WoW und nicht The Elder Scrolls... doch, The Elder Scrolls Online läuft ja auch flüssig. Und nicht Assassin's Creed 4. Echt mal. Na gut, ich habe auch maximale Details und hier... Warte, wie heißt das Ding? Warte, ich töte erstmal den hier. Hier. System, Grafik. Hier, wo ist es denn? Multisampling habe ich, glaube ich, aktiviert. Wo ist es denn hin? Steht irgendwo? Hier. Nee. Multisampling. Hier. Das ist klar, warum das, ne? Abbrechen. Zurück zum Spiel. So. Okay. Ach, hier kann ich schon wieder... Siehst du, kann ich ja abbauen. Habe ich bei dem anderen, glaube ich... Habe ich den anderen abgebaut? Keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Doch, scheinbar. Zumindest liegt da nichts mehr. Ach doch, da, ja, habe ich nicht. Okay, habe ich nicht. Habe ich vergessen. Verdammt. Egal. Ja, sind eh nur 15 Silber. Pff, ist sehr wenig. 109 Gold habe ich schon. Juhu, es geht voran, tatsächlich. So, 2 brauche ich noch. Die sind beide hier. Ich gehe mal hier rauf. Dann greifen sie mich hier oben an. Da ist ein bisschen praktischer, als da am Hang zu kämpfen. Finde ich. Macht eigentlich keinen Unterschied. Naja. Ne, aber im echten Leben wäre es hier oben wahrscheinlich praktischer als an dem Hang da. Aber gut. Ist halt WoW. Da ist nichts realistisch. Irgendwie nicht mehr das Kämpfen irgendwie. Zumindest teilweise realistisch. Eigentlich schade. Man könnte hier so viel draus machen. Aber irgendwie ist das alles so... Naja, Standard halt. Nicht wirklich so spannend. Muss ich ja zugeben.